Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zur 8. Podcast-Folge von Campus Study. Mein Name ist Corinna Korinth und ich habe heute den Professor Dr. Hans-Joachim Ilgner bei mir zu Gast. Der ist Dekan der Fakultät Engineering, die sich bei uns am Hochschulstandort in Albstadt befindet. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was man an der Fakultät alles studieren kann, ja, was die Fakultät ausmacht und wie sie sich auch den Megathemen und Herausforderungen unserer Zeit verschrieben hat. Da kommen wir dann noch drauf. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und freue mich, dass Sie hier sind. Hallo, Herr Ilgner. Ja, ich freue mich auch. Und freue ich mich, dass ich ein bisschen die Fakultät Engineering vorstellen kann und Ihnen das dann auch da ein bisschen näher bringen kann. Ja, wunderbar. Dann steigen wir ein und werfen vielleicht einfach zum Anfang mal einen Blick auf die Bachelorstudiengänge an der Fakultät. Was gibt es denn da so im Angebot? Naja gut, wie der Name Fakultät Engineering schon sagt, wir haben natürlich hier den Klassiker Maschinenbau und wir legen Wert auf einen allgemeinen Maschinenbau, aber Sie können sich natürlich in den, sagen wir mal, Hauptthemen des Maschinenbaus wie Konstruktion, digitale Produktionstechnik und Mechatronik und autonome Systeme dann nachher in den höheren Semestern noch vertiefen, respektive 6. und 7. Semester dann. Dann haben wir einen Studiengang Werkstoff- und Prozesstechnik. Das hat natürlich viele Anklänge dann auch an den Maschinenbau, weil da geht es natürlich um die Materialien, die spielen natürlich für die Produktion bzw. für die Konstruktionen der Maschinen eine Rolle, haben aber natürlich gleichwohl andere Anforderungen. Sie gucken dann natürlich in das Material und wie gesagt, Materialien oder die Funktionen von Materialien sind natürlich wichtige Voraussetzungen, um Funktionen in Produkten oder Maschinen oder Anlagen zu realisieren. Das heißt also, die Materialien müssen das sicherstellen und wie gesagt, man kann heute natürlich Materialien für bestimmte Anforderungen oder für verschiedenste Anforderungen zurechtschneiden und designen, also Hochtemperaturanwendungen, Verschleißschutz etc. Bestimmte Herstellungsmethoden. 3D-Druck ist ein ganz wichtiges Thema an der Stelle, Oberflächentechnik. Also sie sind praktisch von Funktionsmaterialien umgeben und da hat man natürlich da ein bisschen mehr Chemie dann auch an der Stelle. Und Materialien oder neue Materialien sind die Grundlage eigentlich für moderne und sagen wir mal funktionsintegrierte Entwicklungen. Dann haben wir den Bereich Textiltechnik. Ich kann es ein bisschen abkürzen. Also gut, Textiltechnik denkt man natürlich zunächst mal an Bekleidung. Das ist auch richtig, das machen wir auch. Aber Textilien sind natürlich weit mehr. Also wenn Sie dann denken, es gibt Textilien im Automobilbereich, es gibt Textilien im Baubereich, technische Textilien bis hin dann zu faserverstärkten Kunststoffen. Die bestehen ja dann auch zu einem nicht unerheblichen Teil, zum Teil über 50% aus Kohlefasergewebe. Also wenn Sie an den A350 denken, an den neuen, der besteht zu über 50% aus CFK. Da spielen natürlich auch textile Technologien eine Rolle. Und wie gesagt, auch in der Textiltechnik ist es so, da ist die Zeit auch nicht stehen geblieben. Auch da ist das Thema Digitalisierung zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema heute. Globalisierte Produktionsketten, auch darum kümmern wir uns an der Stelle. Und last but not least, natürlich haben wir noch den Wirtschaftsingenieurwesen und wie gesagt, dazu kommen oder in diesem Studiengang kommen neben den technischen Kompetenzen, die da natürlich angesiedelt sind, auch die Wirtschaftskompetenzen zum Tragen. Also wie gesagt, die Integration der Technik mit wirtschaftlichen Belangen, das heißt also, gerade die Abdeckung dieser Schnittstellenkompetenz ist natürlich für Unternehmen auch ganz wichtig, weil man natürlich beide Kompetenzen oder wenn man beide Kompetenzen hat, natürlich viel kompetenter entscheiden kann, weil man ja immer eine Wechselwirkung hat zwischen den wirtschaftlichen Anforderungen und den technischen Anforderungen. Und dazu kommt natürlich heute natürlich auch die IT. Also wie gesagt, heute geht nichts mehr ohne Daten und das spielt natürlich dort auch eine Datenauswertung, Datengewinnung, Data Mining, Big Data Analytics spielt natürlich zunehmend eine Rolle an der Stelle. KI-Applikationen in dem Bereich sind natürlich auch ein wichtiges Thema. Wie stellt sich denn die Fakultät auf bei diesen ganz großen und wichtigen Trendthemen, Digitalisierung zum Beispiel oder ich denke an Nachhaltigkeit? Das sind ja auch wichtige Themen, die in Ihren Bereichen eine Rolle spielen. Was haben Sie denn da jungen Studenten oder Studieninteressierten anzubieten? Ja, vielen Dank für das Stichwort. Es ist ja eben schon mal in der Frage davor angeklungen, die ganz großen Themen der Fakultät. Diese Themen spielen in den Studiengängen eine Rolle, Digitalisierung, Datengewinnung etc. Aber wir haben auch ganz neu zwei Studiengänge gestartet. Damit bedienen wir natürlich explizit auch diese Zukunftsthemen und sagen wir mal auch die Lösungen für Zukunftsthemen, die wir unbedingt angehen müssen. Das ist einmal Sustainable Engineering, nachhaltige
nachhaltige Produkte und Prozesse und Digital Technology und Consulting. Der Name Sustainable Engineering sagt es ja schon, da geht es natürlich explizit um die Nachhaltigkeit. Es geht vor allem darum, Nachhaltigkeit in die Produkte und Prozesse zu integrieren. Wenn Sie Nachhaltigkeit wirkungsvoll umsetzen müssen, muss das im Prinzip in allen Industrieunternehmen verankert werden und das spiegelt sich dann auch in der Produktentwicklung, in dem Produktdesign wieder, in den Produktionsmethoden bis hin dann zum Recycling, also die gesamte Lebenszyklusbetrachtung eines Produktes. Und das muss man dort sozusagen in jeder Stufe mitdenken. Das heißt, wenn Sie in der Konstruktion die Teile nicht mehr trennbar machen, dann tun Sie sich nachher schwer beim Recycling. Das ist irgendwie logisch. Und Digital Technology, ich habe es eben auch schon gesagt, also Daten oder Digitalisierung durchzieht alle Bereiche und zunehmend wichtig werden natürlich Datengewinnung, Datenanalyse, auch in Bezug der gesamten, sagen wir, Prozess- und Produktionsbetrachtung. Das heißt, angefangen von der Konstruktion, Betreiben von Prozessen, da benötigen Unternehmen, deswegen steckt das Wort Consulting auch da drin, Beratung. Das heißt also, viele Unternehmen arbeiten so, wie sie es bisher gewohnt sind, aber die müssen jetzt einen Transformationsprozess durchlaufen. Und diese Unternehmen wollen wir dann beraten. Und wie gesagt, die Studenten sind da natürlich besonders fit, auch gerade in diesen neuen Technologien und der Kommunikation oder sagen wir der Implementierung in die bestehenden Unternehmen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, weil Digitalisierung können Sie ja nicht nur in einem neuen Unternehmen unterbringen, sondern das müssen Sie natürlich in bestehende Strukturen integrieren können. Vielen Dank. An dieser Stelle erlaube ich mir einen kurzen Hinweis. Wer sich für das Studienangebot Sustainable Engineering näher interessiert und gerne noch mehr Infos haben möchte, wir haben da bereits eine Folge aufgezeichnet, also da gerne mal reinhören. Da gibt es dann das Rundum-Sorglos-Paket. Okay, ich würde gerne noch mal anknüpfen, so an den Maschinenbau an sich. Man hört es leider immer wieder in den Nachrichten, der Maschinenbau befindet sich derzeit in der Krise. Warum aus Ihrer Sicht lohnt es sich denn für junge Leute trotzdem, was Ingenieurwissenschaftliches zu studieren? Ja, also ganz prinzipiell, die Wirtschaft unterliegt natürlich gewissen Schwankungen. Es geht mal rauf und es geht mal runter. Ich habe es eben ja schon angedeutet, Ingenieur oder Maschinenbau ist der Klassiker und Maschinenbau gibt es seit über 100 Jahren. Insofern haben Sie natürlich eine gute Investition in die Zukunft. Also Maschinenbau wird es auch in 100 Jahren noch geben, sage ich jetzt mal ganz krass. Es wird auch so sein, die Bundesrepublik lebt von der Entwicklung von Technik. Die Bundesrepublik ist ein hochtechnisiertes Land. Wir haben weltweit einen sehr guten Ruf, gerade auch im Bereich im Anlagen- und Maschinenbau. Dieses Made in Germany, was ja vielleicht jeder kennt, das steht für Qualität und für, sagen wir mal, hocheffiziente Produkte. Das ist unser Kerngeschäft. Und ich möchte hier mal den Ministerpräsidenten Kretschmann zitieren, der vor einiger Zeit sinngemäß gesagt hat, Internet of Things ist gut, aber wir leben von dem Things, nicht von dem Internet. Und dafür steht dann auch der Maschinenbau. Wir verdanken unseren Wohlstand nicht Google und Co., sondern den realen Produkten, den Things, die unsere, sagen wir mal, Firmen hier herstellen und nicht selten in diesen Bereichen dann auch Weltmarktführer sind. Also klar, jeder kennt die großen Automobiler, aber auch die haben einen besonders guten Ruf im Premium-Segment. Also wenn Sie an Mercedes denken, an BMW, an Porsche, an Audi. Aber es geht weiter, zum Beispiel Stihl-Motorsägen oder sowas. Oder Trumpf-Lasermaschinen. Also die sind in bestimmten Bereichen, sind die Weltmarktführer. Oder noch kleinere Produkte, das können einzelne Werkzeuge sein für Textilmaschinen etc. Da gibt es also hocheffiziente, kleine und mittelständische Unternehmen, die qualitativ höchstwertige Produkte machen und das weltweit vertreiben. Und das ist unsere Kompetenz, das ist das Made in Germany. Und diese Firmen brauchen Ingenieure. Ohne Ingenieure keine Zukunft. Also auch für die Realisierung oder die Umsetzung des Green Deals brauchen wir Ingenieure. Wir müssen Windräder bauen. Ich habe eben schon gesagt, die Technologien müssen in jedes Produkt integriert sein. Das sind explizit Ingenieurdienstleistungen. Das sind Ingenieure, die das machen in der Konstruktion oder in der Produktion oder globale Lieferketten umsetzen. Ohne Technik wird es nicht gehen. Okay, vielen Dank für Ihr flammendes Plädoyer. Wenn wir jetzt mal nochmal auf das Studienangebot ganz allgemein der Fakultät zurückkommen, an wen richtet sich das? Also wofür sollte ich mich, ich stelle mir jetzt vor, ein Schüler oder eine Schülerin hört zu, wofür sollte ich mich interessieren? Muss ich in bestimmten Fächern besonders gut gewesen sein? Wie sieht es mit Mathe aus? Was brauche ich, was muss ich mitbringen, um das Studium zu schaffen?
Also ganz prinzipiell richtet sich unser Angebot natürlich an alle Studierwilligen, die fähig und willig sind zu studieren und die erkannt haben, dass ein Studium, sagen wir mal, der Eintritt in ein Berufsleben ist und auch eine berufliche Weiterentwicklung. Das macht ja auch dann Spaß, wenn man, sagen wir mal, höhere Positionen oder verantwortungsvolle Positionen in einem Unternehmen bekleidet. Und da ist ein Studium in aller Regel eine Voraussetzung. Klar, Sie haben eine Hochschulzugangsberechtigung. Das ist natürlich für uns absolut ausreichend. Es ist natürlich gut, ich habe es ja eben schon gesagt, wir sind eine Fakultät Engineering. Sie sollten sich natürlich für Prozesse oder sagen wir mal so die Welt, die Sie umgibt, interessieren und auch vielleicht die Frage stellen, was steckt dahinter. Also es gibt den schönen Spruch, der Strom kommt bei uns aus der Steckdose, aber hinter dieser Steckdose steckt ganz, ganz viel Technik. Und wenn Sie daran interessiert sind, zu verstehen, wie das funktioniert, dann sind Sie in der Fakultät Engineering richtig. Es geht auch um virtuelle Welten, aber diese virtuellen Welten sind natürlich Mittel zum Zweck, um nachher reale Objekte, funktionsfähige Objekte zu erzeugen, die dann das Leben auch verbessern. Und wie gesagt, ich habe es auch schon gesagt, ganz wichtig natürlich auch für die Umsetzung der Nachhaltigkeit des Green Deal, also CO2-Footprint vermindern. Und das muss, wie gesagt, in allen Prozessen sich widerspiegeln. Ich denke jetzt mal so an Mathe und Physik oder so. Ah, ja. Ja, ich komme so aus der Schule und ja, ich sag mal, ich habe so eine 3 gehabt oder so. Werden denn da alle Studienanfänger auf einen Stand gebracht oder wie ist es bei Ihnen? Die Schreckgespenster, natürlich, klar. Ja. Ich sag mal so, ich müsste lügen, wenn ich sage, Mathe spielt keine Rolle. Aber da wir ein relativ heterogenes Eingangsfeld haben, dann von Studierenden, auch zum Teil über den zweiten Bildungsweg, müssen wir die natürlich alle auf den gleichen Stand bringen. Das heißt also, wir fangen relativ weit unten an in Mathe. Und wie gesagt, wenn Sie, ich würde mal sagen, in Mathe nicht allzu schlecht waren, also dann ist das eigentlich kein Problem. Aber wobei die Note im Abschlusszeugnis ist vielleicht nicht unbedingt so ausschlaggebend. Ich denke, wichtiger für das Studium ist das Interesse, wenn die Dinge Sie interessieren. Wir bieten dann gerade auch in diesen physikalisch-mathematischen Grundlagen oder den Fächern, die ja gemeinhin als schwer angesehen werden, bieten wir dann auch Unterstützung. Wir machen Propädeutikum, wir haben Eingangstests, wir beraten die Studierenden, wie ihr Stand in Mathe ist. Also wir bieten dann zugeschnittene Tutorien an, bis hin zur, sagen wir, bis zum persönlichen Coaching in Mathe. Auch das machen wir. Aber klar, Sie müssen natürlich die Motivation und das Interesse haben, sich darum kümmern zu wollen. Okay, Sie haben jetzt schon davon gesprochen, es gibt Propädeutika, das sind Vorkurse, die einfach 2 Wochen vor dem Semester beginnen, wo eben die Studierenden sich auch schon mal kennenlernen können und ja eben ein bisschen Mathe-Grundlagen und sowas machen. Wie läuft das Studium denn ansonsten so allgemein ab? Können Sie da mal ganz kurz durchreiten mit uns? Ja, also wie gesagt, wir starten natürlich zunächst mal mit den Grundlagen. Klar, wir werden natürlich jetzt da nicht mit irgendwelchen Spezialitäten einsteigen, sondern wir müssen natürlich erstmal eine Basis legen. Einige Dinge sind schon genannt worden, Mathe und Physik und die Maschinenelemente oder bei der Textiltechnik dann die sagen wir, textile Produktion. Man muss natürlich da wissen, wie Fasern entstehen, wie man Fasern verarbeiten kann und wie man mit solchen Dingen umgeht. Das ist natürlich ein Stück weit auch Physik. Wir fangen relativ weit in den Grundlagen an und versuchen natürlich alle, sagen wir mal, Studieninteressierten oder Studienanfänger an dieser Stelle mitzunehmen und entsprechende Unterstützung dann zu geben. Dann nach dem vierten Semester, im fünften Semester ist ein sogenanntes Praxissemester. Da verbringen Sie ein halbes Jahr in der Industrie. Das ist ein sehr interessanter Studienabschnitt und auch ein sehr gewinnbringender, würde ich mal sagen, den es so eigentlich nur an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften gibt. Das heißt also neben dem Fach, also Sie sind dann so weit, dass Sie schon einen gewissen Grundstock an fachliches Wissen haben. Sie können dann in der Industrie fachlich adäquat arbeiten, aber Sie kriegen an dieser Stelle eben halt die ganzen Prozesse mit, wie das in der Industrie umgesetzt wird, welche Kommunikationswege, wie macht man das, welche Dinge spielen dann eben noch eine Rolle. Und wie gesagt, wir sind eine Hochschule, wir können natürlich viel vermitteln, aber sagen wir so, in industriellen Umfeld oder in industriellen Prozessen gibt es natürlich noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen und wo es nicht schlecht ist, wenn man die weiß. Ich denke mal, damit kriegen Sie natürlich einen sehr, sehr großen Praxisbezug an der Stelle und nicht selten kriegen also auch die Studierenden darüber die Kontakte, um dann später dann eine Stelle in den Unternehmen anzutreten. Und wie gesagt, dann kommen die 6. und 7. Semester, da vertieft man dann noch bestimmte Themengebiete. Wie gesagt, ich habe es schon beim Studium gesagt, da kann man sich
sich dann vielleicht noch für bestimmte Wahlrichtungen oder Vertiefungsrichtungen entscheiden, wenn man sagt, okay, ich habe eine Neigung mehr für konstruktive Tätigkeiten oder mehr im elektronischen, mechatronischen Bereich oder was weiß ich, in der Textilproduktion oder auch im Design, dann kann man dann sich entsprechend noch ein bisschen da spezialisieren. Aber sie haben grundlegend alle Kompetenzen, um eben auch in der Industrie oder in den Industriefirmen dann an den entsprechenden Bereichen oder in allen entsprechenden Bereichen zu arbeiten. Wir haben also keine branchen- oder produktspezifische Spezialisierung an der Stelle. Und ich denke, das ist ganz wichtig, damit Sie eben allgemein aufgestellt, dass Sie eine Kompetenz haben, um, sagen wir mal, übergreifend in den entsprechenden Industrieunternehmen eingesetzt werden zu können. Kann ich denn während des Studiums auch ein Auslandssemester machen? Ja, natürlich. Also wie gesagt, wir sind eine Hochschule und wir haben natürlich alle Fördermöglichkeiten eines Auslandsstudiums. Sie können, wir haben auch Partneruniversitäten, wo Sie dann ein Auslandsstudium verbringen können. Und das macht sich natürlich für Ihren Lebenslauf sehr gut. Sie sehen die Personalchefs sehr gerne, wenn Sie dann da auch Auslandserfahrungen haben. Was sich also für ein Auslandsstudium sehr anbietet, ist das Praxissemester. Das kann man auch hervorragend im Ausland verbringen. Und das gibt also auch eine ganze Reihe von Studenten, die das machen. Und wie gesagt, da sind Sie natürlich noch flexibler als bei einem Auslandsstudium. Das heißt, im Prinzip können Sie sich das über das Praxissemester sogar selbst zusammenstellen. Also wenn Sie, sagen wir mal, Kontakte zu einer ausländischen Firma haben, wo Sie sagen können, okay, da kann ich zum Beispiel mein Praxissemester verbringen, dann können Sie das im Prinzip organisieren. Die Firmen müssen natürlich gewisse Grundvoraussetzungen haben, aber industrielle Produktionen gibt es around the world, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe eben schon von globalisierten Lieferketten gesprochen. Also da lässt sich quasi in jedem Land was finden. Und wie gesagt, wir hatten schon Studenten, ich sag mal, auch weltweit verteilt, in Neuseeland, in China, in Japan, in Kanada, in England, Frankreich natürlich sowieso, im Ostblock, in Finnland. Also da können Sie sozusagen, ja, können Sie sich auch nochmal raussuchen, ob Sie was besonders interessiert. Also in Finnland ist zum Beispiel die Holzindustrie sehr stark und auch Maschinenhersteller für die Holzindustrie. Wenn Sie das besonders interessiert, könnten Sie da zum Beispiel ein Auslandspraktikum machen. Ne? Oder Sie können nach Amerika zu einem Flugzeugbauer gehen. Oder Sie können auch zu einer deutschen Firma in Amerika gehen, zu Bosch zum Beispiel. Auch das haben wir schon gehabt. Also wie gesagt, die Flexibilität ist da riesig. Und wie gesagt, da sind Sie auch von der eigenen Organisation. Sie können sich da sehr, sehr viel mehr einbringen. Klar, bei einem Ausland Studium brauchen Sie eine Partneruni, da müssen natürlich die Studienverträge gemacht werden, da müssen die Stundenpläne passen. Auch das funktioniert natürlich auch mit sehr vielen Partnern weltweit, da können Sie auch in sehr viele Länder wechseln, aber da haben Sie sozusagen nochmal einen Tick mehr Flexibilität an der Stelle. Ich kann ja ein ingenieurwissenschaftliches Studium an vielen Unis und Hochschulen machen. Warum soll ich denn ins Ländle gehen und das ausgerechnet in Albstadt studieren? Was sind denn da die Argumente? Das Land Baden-Württemberg zeichnet sich ja dadurch aus, dass es vergleichsweise viele Hochschulen hat. Das ist explizit politisch so gewollt. Wir sind natürlich auch gerade an der Stelle Dienstleister für viele Firmen in der Region. Und klar, natürlich bietet sich das an, wenn Sie in der Region verwurzelt sind. Wir sind aber auch eine kleinere Hochschule. Das macht natürlich viele Prozesse, die mit dem Lernen und Lehren verbunden sind, einfacher. Wir haben ein Seminar Unterricht oder Lehrbetrieb. Das heißt also, man muss sich das vorstellen wie eine Schulklasse oder vielleicht auch wie eine größere Schulklasse, aber es sind auf jeden Fall keine Massenveranstaltungen. Ich meine, wenn Sie dann irgendwie von anderen Universitäten hören, dass es dann da Veranstaltungen mit 400, 600 oder mehr Studierenden gibt, sowas gibt es bei uns einfach nicht. Das hat natürlich den Vorteil, dass man die Kommilitonen kennt, dass man den Professor kennt oder die Lehrenden und dass man denen auch mal auf dem Gang eine Frage stellen kann. Das ist also ein sehr viel, sagen wir mal, persönlicher und familiärer, sagen wir mal, Umgang und auch Zuschnitt. Das heißt, man guckt dann auch mal in den Laboren vorbei. Also auch der Professor taucht dann in den Laboren auf. Es ist jetzt nicht so, dass der dann einfach mal am Horizont vorbeirauscht und dann hat man ihn nicht mehr gesehen. Also das kommt hier sicher nicht vor. Nichtsdestotrotz, auch als kleine Hochschule brauchen wir uns absolut nicht zu verstecken. Wir sind
ausstattungsmäßig absolut auf der Höhe der Zeit und top ausgestattet. Wir haben entsprechende Rechnersysteme, wir haben VR, AR-Systeme da, wir haben alle Simulationssoftware oder die gängige Simulation, alle kann man sowieso nicht kaufen. Aber sie kriegen natürlich das Know-how, also wir haben das Know-how, was sie dann eben auch an einer größeren, Hochschule vermittelt bekommen können. Wir brauchen uns da absolut nicht zu verstecken. Und wie gesagt, nicht zuletzt, die Gegend ist natürlich auch schön. Wir liegen hier am Rande der Schwäbischen Alb und wie gesagt, auch von den Lebenshaltungskosten ist das natürlich auch ein kleiner Unterschied. Ich meine, wenn Sie dann im Ballungsraum Stuttgart oder im Neckartal leben und wohnen, wird es, denke ich mal, ein bisschen teurer als hier. Das kann ich bestätigen. Es gibt ja an der Hochschule aber das vielleicht auch noch gegen Ende unseres Gesprächs nicht nur die Möglichkeit, ein ganz klassisches Studium zu machen, also Schüler macht Abitur oder Fachabitur, kommt zu uns und studiert. Was gibt es denn noch für Angebote? Ja, also wie gesagt, klassisches Studium haben wir natürlich, aber wir haben natürlich noch Studienangebote, die darüber hinausgehen oder mehrere Ausbildungsinhalte oder Gänge kombinieren. Also da würde ich als allererstes mal das Kombistudium nennen. Sie haben die Möglichkeit, eine berufliche Ausbildung mit einem Studium zu kombinieren. Dabei bekommen Sie natürlich auch eine Unterstützung von den jeweiligen Unternehmen. Das heißt also, Sie machen eine Ausbildung mit einem IHK-Abschluss und können dann zum Beispiel Maschinenbau studieren, aber Sie können dann zum Beispiel auch Wirtschaftsingenieurwesen studieren oder andere Studiengänge, die wir hier in der Hochschule anbieten. Das ist also ein sehr effizientes und auch sehr, profundes Studium, da Sie natürlich auch die praktische Seite intensiv kennenlernen. Sie machen ja eine Ausbildung, zum Beispiel Maschinenbau als Industriemechaniker. Da haben Sie natürlich sehr, sehr viel mehr Praxis noch, als wenn Sie das jetzt nur in dem Praxissemester machen, ne? Und das stellen natürlich auch die Personalchefs mit und deswegen engagieren sich natürlich auch die Firmen, die dieses Kombistudium anbieten, ne? Also die wissen schon, was sie dann daran haben, ne? Und für Sie ist das natürlich durchaus auch von Vorteil, weil Sie kriegen eine finanzielle Unterstützung. Klar, natürlich für die Lehre, die Sie machen und natürlich dann während des Studiums auch. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, dass Sie in individueller Teilzeit studieren. Das heißt, es gibt ja immer wieder auch Anforderungen, wo man sagt, okay, gut, es ist jetzt schwierig, das zeitlich unter einen Hut zu kriegen, was weiß ich, bei Kindererziehung oder bei Pflege oder wenn sonstige persönliche Schwierigkeiten auftreten, dann können wir das Studium strecken. Das heißt also, wir können dann einen Studienplan machen, in dem Sie dann eine zeitliche Streckung bekommen, dann sozusagen Ihre persönlichen Angelegenheit dann miterledigen können und nicht dann das Studium durchziehen müssen und dann die Prüfungen schieben und schieben und schieben und dann am letzten Endes dann vor einem großen Berg Prüfungen stehen. Wir können Sie dann an dieser Stelle entlasten. Wenn Sie noch nicht so genau wissen, was Sie studieren wollen, können wir Ihnen oder haben wir die Möglichkeit, dass Sie auch im Orientierungsstudium einsteigen. Das heißt, Sie können dann mal sich angucken, bestimmte Veranstaltungen, ob Ihnen das dann zusagt, ob das so ist, wie Sie sich das vorgestellt haben, ob das Ihren Erwartungen entspricht, ob die Themenbereiche angesprochen werden, die Sie gerne oder die Sie erwarten an dieser Stelle. Sie können dann das in mehreren Studiengängen machen und dann letzten Endes entscheiden, wo Sie sich dann hin orientieren wollen. Da können Sie sich auch über Engineering hinaus orientieren. Das gilt also auch für alle Fakultäten und alle Studiengänge, die wir hier in der Hochschule anbieten. Und wie gesagt, wenn Sie dann Studienleistungen erbracht haben im Orientierungsstudium, die werden Ihnen dann auch anerkannt. Wir haben einen großen Plan, da steht das dann drin und dann können Sie das eben halt entsprechend raussuchen und dann eben halt auch weiterverwenden für Ihr Studium. Genau, hier auch noch kurz der Hinweis zum Orientierungssemester, gibt es auch schon eine Podcast-Folge, also wer das ganz genau wissen möchte, was einem das bringt, der kann da gerne reinhören. Okay, Herr Igner, kommen wir langsam mal zum Schluss. Ich habe jetzt den Bachelor fertig, bin Bachelor of Engineering, ich möchte unbedingt noch weitermachen. Gibt es denn darauf aufsetzend Masterstudiengänge, damit die Absolventen einfach noch ein bisschen bleiben und sich weiter vertiefen können? Selbstverständlich. Also zu den Studiengängen, die ich eben vorne im Bachelorbereich genannt habe, gibt es natürlich auch entsprechende Masterstudiengänge im Maschinenbau, in der Textil- und Bekleidungstechnik oder Textil- und Bekleidungsmanagement, wie er heißt, und beim Wirtschaftsingenieurwesen, Digital Production Management oder auch Digital Engineering and Consulting. Also auch für diesen neuen Studiengang haben wir schon gleich ein Masterangebot
mitentwickelt. Und sie können sich dann nochmal 3 Semester vertiefen, wobei dieses Masterstudium dann aus 2 Theoriesemestern besteht. Und in dem letzten 3. Semester schreiben sie dann in der Regel dann ihre Masterarbeit. Dann können sie eben, wie gesagt, Fachgebiete nochmal tiefer beleuchten. Sie haben ja auch natürlich einen etwas höherwertigen Abschluss. Sie sind dann Master of Engineering oder Master of Science. Das spiegelt sich dann in der Regel dann auch in ihren Entwicklungsstufen nachher im beruflichen Alltag wieder. Letzten Endes dann auch ein Stück weit im Gehalt. Sie können dann, ich sag mal, höherwertige Entwicklungs- oder auch verantwortungsvollere Tätigkeiten im Unternehmen übernehmen. Lieber Herr Egner, vielen Dank für das Gespräch und die vielen, vielen nützlichen Infos über die Fakultät Engineering. Schön, dass Sie heute da waren. Ja, freut mich auch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen einen Einblick in den Themenbereich Engineering geben und würde mich freuen, wenn ich Sie dann an der Fakultät begrüßen würde zu einem unserer Studiengänge. Genau, das hoffen wir natürlich, dass wir jetzt ganz, ganz vielen Hörerinnen und Hörern Lust auf ein Studium an der Fakultät Engineering gemacht haben. Alle Informationen über die Fakultät, das komplette Studienangebot, Ansprechpartner und so weiter finden Sie natürlich auch kompakt bei uns auf der Internetseite unter www.hs-alpsig.de/eng. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.